Hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Ich habe leider keine weiteren Orte gefunden und es ist tatsächlich so, bisher, dass es wirklich nur diese drei Orte waren. Einmal in Aethia, das hier, dass sich hier diese Brücke gebildet hat und man nach hier kommen kann. In Pentelas war es wirklich dieser Ort, wo man vorher nicht hin konnte. Also es ging vorher wirklich nicht. Das ist wirklich erst dadurch passiert. Ja, da war ich mir nicht so sicher. Aber ist halt so. Gehört auch zu den Secret Locations. Aber hat keine Bezeichnung. Ist einfach, keine Ahnung, ist einfach ein Ort. Weiß nicht warum, aber gehört halt dazu. Und halt hier. Oh! Wir haben es geplättet! Ja, wir haben es komplett! Ja! Oh lol, hier war tatsächlich nur eine Ätherinsel. Das wusste ich gar nicht. Aber nice, wir haben es komplett! Wir haben es endlich komplett! Oh, endlich ist die Map fertig! Gut, dass Noah es gesagt hat gerade. Hier haben wir alles durch. Hier haben wir alles durch. City haben wir alles durch. Aether ist durch. Pornis hat er es auch gesagt. Hier hat er es auch gesagt. Das heißt, wir sind wirklich komplett durch. Bis auf hier. Hier fehlt noch irgendwas. Hier ist noch irgendwie... Ist hier... Stimmt hier was nicht. Irgendwo fehlt hier ein Ort. Ich weiß nicht wie. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht wie, was, wo. Ich kann es mir nicht erklären. Und wir haben ja selbst dieses Ultra Secret haben wir ja auch gefunden. Ich wüsste nicht, wo was hier sein soll. Zum Beispiel. Hier ist das beste Beispiel. Ich war nie an diesen Rändern hier zum Beispiel. Ja? Die sollten eigentlich nicht... Die sind ausgefüllt worden. Auch hier ist alles ausgefüllt worden. Nur nicht in den schwebenden Syrah-Riffen. Riffen. Da ist immer noch diese komische kleine Stelle, die mich so verwundert, dass hier eine Map nicht komplett ist. Aber egal. Wir... können weitermachen im Ursprung mit Level 88 sind wir, glaube ich. So, ich bin gespannt. Das heißt, es gibt drei Areas, die sich changen, nachdem man hier angekommen ist. Und ja, jetzt gucken wir uns mal die Gegner hier an. Schufu-Stamm. Was seid ihr denn für Viecher? Okay, wir sind natürlich komplett overpowered. Bam. Gar kein Problem. What the spot were those things? They fall apart the moment we take them down. The black fog is gone too. They're not mechanical. But neither are they biological. Something wrong, Mia. As they fell, I could feel it. Very slightly. A vague whiff of Mobius coming off them. Those things. What does that mean? Keine Ahnung. I'm not sure. Ah, Mia ist sich auch nicht sicher. Mia, didn't you say before all this could be Mobius? Yeah. Are you trying to say those things might be Mobius as well? But they don't even look human. I think the shape might not matter so much. Huh?
think I'm starting to get the picture. I feel like I know what Mobius is. Ja, dann sag es uns doch nur. Oh. You who wield the sword of the end. The endless now is under threat of being cut short. Could you do it, I wonder? Could you slay the ones who advance relentlessly toward despair? You do, after all, desire eternity above all others. Now, take it in your hand. For the endless now, for that which you so desire. Ich hoffe übrigens, dass sich meine Vermutung immer noch bestätigt, dass sich N und Noah auch irgendwie verschmelzen oder so. Und dann am Ende, dass dann Noah und Mio beide Uromobius sind und dann irgendwie so eine Ultra-Transformation machen können. Da hoffe ich noch irgendwie drauf. Nordsekt. Alter, wie geil das hier aussieht. Ich finde, das sieht so... Das ist halt komplett abgespaced, aber ich feiere solchen Stil manchmal. Es gibt schlechten Stil, aber das ist halt richtig geil. Das hat mich auch in Horizon Zero Dawn hat mich das auch immer gepackt, diese Brutstätten hießen die. Die waren auch immer so komplett technisch und so. Das war, fand ich immer nice. Naja. Und hier. Haha, den Fahrstuhl kennen wir aus Xenoblade 1. Now, we wait. Ja. Normalerweise musste man nämlich hier zwischendurch abspringen. Das ist dieser Fahrstuhl tatsächlich. Damit man auch in eine geheime Area kam. Erinnere mich. Ich gucke gerade die Map. Ist das hier wirklich eine geheime Area, war? Nee. Zum Glück nicht. Alter, die Musik! Boah, ich hab da wieder... Ich krieg da so Hype auf Metroid wieder, ne? Weil die Musik erinnert mich halt an Metroid. Verstärker. Verstärker 1. Ach, du Scheiße. Was? Wo sind wir hier gelandet? Alter, sieht das crazy aus. Das ist schon heftig. Wie tief geht's eigentlich hier? Oh, ein bisschen. Ein bisschen tief. Ich würde gerne diese... Ah, ich muss die Viecher sowieso besiegen. Okay. Und die Musik ist richtig episch, ne? Mach einfach hier Uroboros. Let's go. Habt ihr gerade den Namen gesehen? Habt ihr es gerade gesehen? Der hieß irgendwie Kuo Nias. Hier, Nia! Hä? Oh, Nias. Ich glaube, die müssen wir alle besiegen, ne? Spectacular!
and I was the MVP. You're all thinking it. Das sieht aus wie die Viecher aus Metroid. Die hießen auch Quo. Tatsächlich. Natürlich sind hier Container. Ja klar. Als ob hier wirklich Container sind. Eine rote Leiter, okay. Und jetzt muss ich 160 Meter nach unten, okay. Hier sind irgendwelche Feder. Unmazed. Die sind irgendwie ganz komisch, diese Viecher. Geometrische Maze-Rüstung. What the fuck? Wonder what's inside. Is this like a rare thing? Ja, das sind rare things. Okay. Ja, ich besiege die jetzt nicht, ne? Also wenn ich sie nicht besiegen muss, dann kann ich auch dran vorbeilatschen. Wir haben wenn wir jeden hier drin einmal besiegen, reicht das. Also die unterschiedlichen Gegnertypen, sage ich jetzt mal. Oh cool, wir sind dran vorbeigekommen. Nice. Das ist natürlich das Beste. Nimbusring. Weiße Abdeckung. Ups. Boah, Glück gehabt. Holy shit, das war knapp. Oh, night is fallen. What? Woher weißt du, dass es Nacht ist? What? I hope we can make use of this. Ja, können wir. Wir brauchen uns auch keine SP mehr, aber... Ah, ich muss euch noch was erzählen. Es gab noch einen Boss. Davon muss ich euch noch erzählen. Und zwar, es gibt einen Secret Boss, wenn man mit Triton seinen Koloniekram gemacht hat und die Mission, wo die Kolonie 15 Leute in der City sind. Und dann taucht hier ein Boss auf. Vier Schattenklingen. Das sind vier Agnus-Typen. Level 66, glaube ich. Und die, das sind Bosse. Vier Stück. Vier. Als Bosse. Die sind aber relativ easy. Also ich habe die relativ schnell weggemacht. Und hier liegen dann auch noch zwei neue Flötendinger. Also zwei Kevesia, die hier tot liegen. Die spawnen dann auch neu. Das wollte ich euch unbedingt sagen. So, weiter geht's. Es ist geringfügig verwirrend hier, aber noch sterbe ich davon nicht. So. Solange du kein Boss bist, interessierst du mich eigentlich weniger. Cool, hier können wir einfach schön dran vorbeilaufen. Das sieht echt aus wie Horizon Zero Dawn ein bisschen. Wie hieß dieses Vieh nochmal? Der Teufel? Nee. This is our first time here, isn't it? Metallteufel hieß der, genau. Hier liegt noch so ein Ursprungsfragment. Quadratisch. Ich habe keine Lust gegen die zu kämpfen, deswegen glaube ich einfach an den vorbei. Was ist denn jetzt gelandet? Ach du Scheiße. Oh, da hinten ist es voll rot. Rot zum Henker, ey. Nordaußenpanzerzugang.
Lol, hier hätte man auch reingehen können. Guck mal da, das ist doch voll die fette Lücke. Wenn man ein fliegendes Schiff hätte, hätte man hier reinfliegen können. Gar kein Problem. Ich hatte gerade die Befürchtung, dass man nach unten auf diese große Fläche muss und da so einen Riesenboss besiegen müsste. Weil, das sieht aus wie eine riesige Arena da unten. Warum sind hier eigentlich goldene Türen? Ja. Elfukuk. Elfukuk. Komm du auch noch. Komm, ich will zwei bekämpfen. Ha! Der ist runtergeflogen. Items, dankeschön. Hier geht's nicht weiter. Oh, Doppeltür. Verstärkter Sektor. Okay. Hier ist ein Lager. Geisterfalls Reusen. Okay. Tschüss. Nice. Mordsknöchel. Nice. War schon down. Okay, brauche ich gar keine achtfache Explosion zu machen. Na gut. Ich glaube, hier drin können wir locker alle Bosse besiegen, ne? Wie komme ich denn in diesen... Ach, hier ist eine Tür gewesen. Lol, hab ich nicht gesehen. Wollen wir resten? Wollen wir resten? Können wir resten. The people have to make so much noise. Okay, ist ja gut, Tyon. Das kriegen noch ein Level up. So, 89 sind wir. I definitely feel stronger. Und Valdi ist sogar Level 90. Aber ich glaube, mit XP farmen wird's jetzt extrem schwierig, weil wir keine Mission mehr haben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich maximal Level 90 erreichen. Ja. Oh. Hi. Ich will nur die Bosse. Ist einer von euch ein Boss? Well, we've been found. Ja, okay, dann killen wir dich halt. Yeah!
So. Versuchen natürlich die Gegner zu vermeiden hier. Okay, wir können nur hier weiter. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Schau dich. Ja, schau schön weiter in die Richtung. Nein. Okay, Glück gehabt. Eins muss ich, wie gesagt, mitnehmen. Auch wenn ich gerade eins liegen gelassen habe, aber egal. Well, we've been found. I can keep them occupied. Kill sie alle! Und tschüss! Alle down. Stärker. Stärker 2. Aha, hier geht's runter. Might be an idea to head for those doors down there. Ja. Die Frage ist nur, wo wir sollen wir denn zuerst hingehen? Das ist ein Aufzug, der nach oben geht, ne? Der geht wahrscheinlich nicht, ne? Yes. Okay. Wenn wir an den vorbeigehen. Sehr gut. Das ist wie in McConaughey's Halle, ne? Well, we've been found. Nö, wir wurden nicht gefunden. Ciao. Haha. Dafür sind die Leitern beste. Wonder what's inside. Is that where? Stimmt, ist da nichts Interessantes dabei. So wie ich es kenne. Oh, ich bin hyped. Oh, ich finde die Musik richtig gut. Hier geht's nicht weiter. Hier könnte ich jetzt runter. Machen wir aber mal nicht. Hier hinten ist noch ein Container. Zack. Wonder what's inside. Is that where? I wanna see. Aha. Nolle, hat er uns nicht gesehen? Wer bist du denn überhaupt? Hamael, der Pirscher. Ja, du kannst nichts drauf haben. You want
Und tschüss. Ja, kein Problem. Kein Problem. Das war es? Ja. Das war es anscheinend. Meinst du, ich kann auf dieses grüne Seil springen von hier aus? Ich riskiere es nicht. Könnte es irgendwie schaffen, aber ich kann auch mir gut vorstellen, dass wir das verkacken. Ja. Hä? Warum hört er auf? Der hat einfach losgelassen. Was aber einfach losgelassen hat. Der kleine Schlawiner. Was ist denn das für ein grünes Seil hier, ey? So. Aktivieren. It should be operable now. Da hinten müssen wir durch. Aber ich glaube, hier oben wird wahrscheinlich noch ein Boss auf uns warten. Now we wait. So nice aus. Nee, ich darf nicht hier lang, ich muss hier lang. Ja. Let's use this. So. Da unten muss ich hin. Und hier komme ich nicht hoch. Hallo? So. Jetzt aber. We're sliding down. We're sliding down. Not to worry, just stick to the plan. Müssen wir den besiegen. Wait, man kann nicht mehr zurück, wenn man hier hingeht. Okay, ist mir egal eigentlich. Ja, hier, ciao. Irgendwas stimmt hier nicht. Hier nicht schon? Boah, das ist mega verwirrend gerade. Ich glaube, wir waren tatsächlich schon da. Das war nur für dieses Karo-Fragment zuständig. Ich glaube schon. Ja, das war nur für diese 8 hier quasi. Und dahinter, ja, einfach nur für das Fragment zu holen. Ja, okay. Dann können wir wieder nach unten. Ja. Und ich würde sagen... Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.